so treu. Unseren Gästen, die jetzt kommen, ob sie mir treu wären, das weiß ich nicht. Aber ich kenne sie seit 140 Jahren und ich liebe sie. Und hier sind sie für uns, die fantastischen Michi Beck und Smudo. Ist es eigentlich wahr, dass ihr euch kennengelernt habt, dass du, Michi, auf dem Boden gelegen hast, gerappt hast und dir dabei Bier in den Mund gegossen wurde? Ja. Und du hast gesagt, den brauchen wir. Ich war nicht dabei. Aber ich habe es ausgerichtet bekommen und ich dachte, spektakulär. Den müssen wir haben. Stimmt das? Aber es war nicht so, dass das der Hauptbestandteil meiner Person war. Es hatte sich so ergeben. Du warst hingefallen und die Leute haben gesagt, ich hab und Bier gegossen. Und die waren da und haben auch gefeiert. Und gegen Ende der Party habe ich mich mal kurz hingelegt und gerappt. Okay, es war ein kleiner Bestandteil. Und dann dachten die Leute, wenn der liegt, hat er bestimmt Durst. Ich will, dass er wieder aufsteht, deswegen gebe ich ihm was zu trinken. Ich kann mich aber selber nicht so weit bücken und dann ist diese Legende entstanden. Sag mal, wer hat denn heute die Klamotten rausgesucht? Du bist ja der Stylofan, ne? Ich bin der Stylofan. Der mit dem, der das Bier im Liegen trinkt. Ja. Aber stimmt es, dass du den Jungs die Klamotten raussuchst? Ja, ich habe allerdings eine Farbenschwäche, deswegen. Ah, und das ist nicht gut, deswegen immer schwarz, oder? Ja, genau. Nee, es ist einfach, den Herren über 40 kleidet schwarz einfach am besten. Frauen auch. Wollen wir uns setzen? Ich würde durchgehen. Sagen, was trinkt ihr eigentlich? Was trinken was denn so denn? Fanta? Es gibt alles, was ihr wollt. Wir können außer Fanta. Ein Alsterwasser, bitte. Alster ist ein Liebling. Süß, ne? Ist das auch im Alter gekommen? Kommt Alster im Alter? Nein, aber ich bin in der Talksendung. Wenn ich jetzt schon gleich die harten Sachen anfange, dann kann ich mit dir nicht mehr reden. Und ich würde auch ein Bier nehmen, Frau Müller. Aber irgendwann werde ich umsteigen, weil man wird vom Bier so bräsig, findet ihr nicht? Absolut. Früher fand ich Bier immer toll und irgendwann so... Das ist doch ekelig, wenn man von seinem eigenen Bierfurz nachts aufwacht. Das finde ich ist so erschreckend. Ich weiß gar nicht, was das ist, ein Bierfurz. Das ist eine Frechheit. So, ich habe die Temperatur vorgelegt, ich hoffe. Abend. Herzlich willkommen. Ich dachte, wir wären mit dieser Bier in den Mund Gieß-Geschichte am Anfang schon am Ende, quasi am Niveauende angelangt. Da sind wir jetzt eigentlich schon. Herzlich willkommen bei Idas Nacht. Nein, sei nicht so. Das war auch eigentlich nur ein Spaß. Ich fange jetzt ganz normal an. Ich komme ja genau deswegen so gerne hier. Beim letzten Mal, als du da warst, Mudo, da hast du gesagt, ich komme nie wieder in diese Sendung. Ich kann ja nicht. Ich muss besoffen gewesen sein am Ende. Ja, ich kann ja nicht zu Ende sprechen. Ja. Hier, die unterbricht mich die ganze Zeit. Ich kann nichts. Darf ich Flammer aussprechen, hast du sehr, sehr oft gesagt. Und ich sagte, nein, die Zeit haben wir nicht. Nee, deswegen würde ich gerne jetzt mal anfangen. Wie man es in richtigen Talkshows so macht. Mensch, Jungs, jetzt seid ihr seit fast 30 Jahren zusammen. Ist es eigentlich noch eine Liebesbeziehung, die ihr habt mit Fanta oder schon eine Vernunftsehe? Weder noch. Es ist, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. War auch beides nie. Manchmal ist es ganz zauberhaft. Mhm. Und wann denn? Naja, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Du bist so ein bisschen die Diva, ne, Michi? Der sich ab und zu mal trennen wollte. Kannst das bisschen gerne weglassen. Und ich bin doch viel toller als die. Ich kann auch solo. Wieso müssen wir alles durch vier teilen? Ich glaube sogar fünf. Ihr teilt durch fünf, ne? Das kann man ruhig so sagen. Ja. Wer ist von euch am geizigsten aus von den Fantasien? Michi. Wirklich? Ja. Er ist der, wie wir Schwaben sagen, mit dem Igel in der Tasche. Wirklich? Ja. Zahl der Sach, muss schon die Danke sagen. Genau, das ist richtig. Und als das Geld mehr wurde, hast du gemerkt, es lockert sich. Mehr wurde, habe ich noch mehr gespart. Wirklich? Das finde ich ganz spannend. Bei dich hätte ich am unschwäbischsten eigentlich. Bin ich auch, im Grunde genommen. Sprache ist auch weg mit dem Schwäbisch, ja. Ne? Ja. Hast du mal geschwäbelt? Ja, aber nicht so dolle. Nicht so dolle wie du, Smut? Aber warum eigentlich? Ich habe auch nicht groß geschwäbelt, weil ich bin ja in Ostwestfalen. Am Meister Thomas immer geschwäbelt. Ja, aber der zelebriert es ja auch so ein bisschen. Thomas ist der Thomas. Der ist halt aus Ditzingen, der ist, glaube ich, sogar Hausgeburt.
Ach so. Ja, ja. Ich auch. Hausgeburt der Hölle. Ja, Hausgeburt, genau. Ist eine Hausgeburt. Das heißt, jetzt ist das Ding niemals weg. Naja, und jetzt ist der irgendwo in der Eifel. Was jetzt auch nicht gerade cooler das ist. So auch, ich ist das auch schlimm. In der Reife, in der Reife. Ich sage ja nicht einfach die, aber ich sage, in der Reife ist das letzte Paradies Deutschlands. Als der Thomas damals, ne, in der Eifel mit Jenny Elvers zusammen war, habt ihr drei euch da in einer eigenen WhatsApp-Gruppe getroffen und gesagt, wir müssen handeln. Da gab es Nokia. Und wir haben geschrieben, wir müssen mit Thomas reden. So, ja, macht man erstmal, ne? Und dann redet man auch dann mit ihm. Dann oder? Haben wir geredet. Dann Udo hat vor allem, das muss immer der, der am meisten redet. Mit den anderen. Ist, auch am, ist er am schlauesten? Ist auch am schönsten. Am schönsten? Beides. Ja, du, na, man sagt ja immer, der schöne Michi und du bist so schlau. Und ein sehr sensibler und erfolgreicher Liebhaber bin ich auch. Ja, sehr gut im Bett. Ich würde schon sagen, oder? Ja. Oder die einen sagen so, die anderen sagen so. Der ist auch schon sehr alt, ich weiß. Aber wir waren bei Thomas was angerufen und gesagt, Thomas, wir müssen reden. Ja, wir müssen reden. Wir wollen nicht so in die Boulevard... in den Boulevard-Sumpf gezogen werden durch deine... da ging es vor allem darum, dass man auch die Hochzeit an genau. Ein Bild verkauft. Das war aber, als er öffentlich gesagt hat, er möchte sie heiraten. Gott sei Dank hat Jenny rechtzeitig den Stecker gezogen. Es war Jenny? Ja, es war Jenny. Den Stecker und dann was gezogen. War denn los mit ihm? War der von Sinnen gevögelt vielleicht kurz oder sowas? Weil sowas passiert doch... Nein, ich glaube, er hat Thomas das einfach... Ist ein, ist ein Thomas typ. Ist ein total wilder, romantischer... Kerl, ja. Und er lebt das dann einfach. Ja, der war die Welt, die freie Welt und die Liebe und all das. Aber lasst uns doch nicht über Thomas sprechen. Habt ihr Veto eigentlich bei euch in der, habt ihr Veto eigentlich bei euch in der Band im Sinne von ja und nein, vier Leute, ich stelle mir das so schwer vor, ich könnte mir das gar nicht vorstellen. Also wir haben ein gutes parlamentarisches Verhältnis untereinander. Es ist so, dass jeder eine Stimme hat, mich ja zwei. Was aber auch schon einen Vorteil hat, was? Das hat sich divamäßig so ergeben. Ach so. Habe ich mir erspart. Was aber dann natürlich auch zu, es ist ja nicht so, dass wir uns nicht lang genug kennen würden, um nicht zu wissen, wie man das politisch nutzen kann. Aber was heißt das? Aushebeln kann. Weil, weil du immer mit Ausstieg drohst, haben sie gesagt, okay, was wir dir anbieten nein, können, nein, bleib, aber eine, du kriegst nein, dein, nein, deine Stimme nein. Zählt doppelt. Es wird nicht immer gleich das, die Apokalypse ausgerufen, von wegen, man trennt sich und hört auf oder sowas, wie es vielleicht in einer Beziehung der Fall ist. Ja. Sondern da wir man ja hat, alle, ja. Wir sind ja eine so aus anthropologischer Sicht, ja, sind wir eine Gruppe, ein Rudel und haben das gleiche Interesse. Und uns geht es darum, dass alle sich dabei gut fühlen. Sonst kann man das mit dem gemeinsamen, mit der Band nicht hinkriegen. Und deswegen geht es da, einen Ausgleich zu schaffen manchmal. Oder? Kann ich das so sagen, Michael? Ja, und die Erfahrung hat halt gezeigt, rückblickend, das ernst meinen, ja. Dass bei dem Meinungsaustausch meistens ich recht hatte. Ach so. Und deswegen haben die anderen. Ja, ich habe mir diese zweite Stimme einfach erarbeitet. Und nutzt du sie dann auch manchmal? Oder nein. Nur in wirklichen Notfällen? Nur in Notfällen. Wenn du sagst, wollen wir wirklich jetzt die Trauzeugen von Thomas und Jenny, wenn das du dann sagst, ich würde das hier ja gerne Fragen, die das Veto. Nicht besprochen das, ja, das kapiere ich auch nicht so gut. Das macht dann Smudo. War es damals so, mit der ersten Kohle ist damals euer, Bär Lesker heißt euer Manager, ne? Ist der das noch? Ist immer noch Manager? Ja, ja, nach wie vor. Jedenfalls, der stand damals als das erste Geld floss, mit vier Koffern vor der Tür und hat jedem von euch einen Koffer gegeben. Weil wir natürlich alle noch in unseren Jugendzimmern lebten. Ja. Und auch so, wir waren auf Tour, beispielsweise fahren mit dem selbstgemieteten Bus irgendwo hin, noch eine Tanke. Und dann kommt einer zurück und hat jedem eine Cola mitgebracht. Ich krieg noch 50 Pfennig von dir für die Cola. Und so sind wir weil drauf ihr Schwaben gewesen. War, das gab's bei uns nicht. Und wir haben den Bär immer angepumpt wegen Gras beispielsweise. Nicht angepumpt, wir haben es einfach geraucht. Und der hat im Gras wahrscheinlich so die also wir Gras haben das Gras weggeraucht und danach trotzdem gesagt, wir kriegen noch 50 Pfennig von dir. So waren wir drauf. Und nachdem ist der auch Schwabe? Ja, nachdem wir fing richtig frisch zu werden. Also wir haben einen riesen Hit gehabt mit Dieter. Plötzlich ist es unser zweites Album. Wir, aber bis das Geld wirklich auch bei uns landet und sich so anfühlt, dauert ja Jahre, bis die ganzen GEMA-Gelder eingesammelt und so weiter. Und dem Bär ging es auf den Zeiger, wie Kinder spargeldmäßig wir unterwegs waren. Er sagte, müsst euch endlich mal wie reiche Männer fühlen, die ihr seid. Mhm. Und damit was passiert, hat er sich vier Koffer geholt, hat da 50.000 wahrscheinlich mit unserem Geld. Um euch das mal zu zeigen, was das 50.000 Mark reingetan in das Stück. Und hat dann die mit 4444 so Verschluss uns allen gegeben. Und das war ein sehr traumatisches, in jeder Hinsicht, Erlebnis. Warum traumatisch? Seitdem heißt es, ich kriege noch 50.000 Mark. Doch, ich weiß, ich hab den verstanden. Ich fand den auch gut. Weil, also ich habe in meinem Baujahr 76 Passat, habe ich da hinten schlottermäßig meinen Klang in den Koffer so reingeschmissen, fallen mir nach Hause und denke, boah, wenn jetzt irgendeiner, keine Ahnung, wüsste, dass ich
jemand, der vielleicht gar nichts auf der Naht hat und eine Waffe bei sich trägt, wenn der wüsste, ich hätte das, der würde mich vielleicht umbringen dafür. Oder? Ja, ging nach Hause zu meiner Mutter und hat den Koffer aufgemacht. Sie macht den Koffer auf, klack, klack, guckt drauf. Wie viel? War die erste Frage. 50.000. Klack. So viel ist noch die Hypothek auf dem Haus. Und das waren so Sachen, die haben mich sehr bewegt, solche Dinge. Dann bin ich zur Bank gegangen, 5 Minuten Verschluss. Ich wusste gar nicht, was ich genau überhaupt machen kann mit so Geld. Und Gerlinger Bank, die haben natürlich schon zugemacht, 5 Minuten vor Geschäftsschluss. Ist bereits geschlossen. Ich habe hier einen Koffer mit 50.000 Mark. Kommen Sie rein. Haben Sie wirklich? Ja. Wollen Sie einen Kaffee? Aber dann habe ich Festgeld angelegt. Wie hat deine Mutter geguckt, als du sagtest? Relativ neutral. Also okay, sie hatte Verständnis. Die hätte es dir auch nicht gegeben, wenn sie die 50.000 Mark. Ich glaube, es war für sie ähnlich absurd wie für mich. Verstehe. So hat man halt geguckt. Dann haben sie es angelegt. Und stimmt es, dass deine Freundin damals die Kohle, die Scheine durch die Wohnung ge... Ich habe den Koffer... Weißt du denn alles? Weil sie das Interview in der Zeit gelesen hat, in dem ich das erzählt habe. Da habe ich den Koffer aufgemacht, und sie, nimm das Geld so, fing, fing, hat so rumgeschmissen. Und ist es deine heutige Frau? Nein. War damit als Schwabe klar, sie kann es nicht werden, wenn sie so mit meinem Geld umgeht? Nein. Das ging einfach. Ist ja auch lange her. Nein. Und irgendwo hast du auch gesagt, du hättest nie gedacht in diesem Business, dass die Fans einen so oft anpumpen. Pumpen euch die Fans an? Thomas ist so oft angepumpt worden, ne? Naja, stimmt. Thomas hat halt immer so alternative Fans. Also seine die Hippies manchmal, auf dem Hippie-Hof. Die manchmal einfach auch bei ihm auf dem Hof vor der Tür stehen und sagen, ihm geht's ganz schlecht und hat ein merkwürdiges Alien zugeflüstert, dass sie demnächst irgendwie sterben werden, wenn sie nicht 10.000 Euro von ihm kriegen. Genau. Aufmerksam. Danke, Frau Müller. Und Thomas glaubt es und gibt ihm 10.000 Euro. Und fragt er auch mal, ob er die zurückkriegt? Ja, und die sagen ja. Und dann sagt er, puh, hab ich aber Glück gehabt. Und dann passiert wahrscheinlich sonst nichts mehr. Wie alt sind eure Kids, darf man das so fragen? So zwischen 5 und 15? Genau. 11 und 8 und anderthalb. Um ganz kleinen. Oh mein Gott, den hast du bitte noch gemacht. Na, das war ganz einfach. Stimmt nun. Ganz einfach. Hast du schon Test machen lassen? Wie bitte, was? Aber du läufst deinen Kids hinterher, wenn sie zur Schule gehen und sagst, oh mein Kleines, jetzt gehen wir alleine zur Schule und lässt sie doch nicht alleine gehen. Das erste Mal, wo die Mittlere peinlich gesagt hat zu mir, war, als ich, weil ich war schon so klein, in der ersten Klasse ist sie losgegangen, zum ersten Mal alleine mit ihrer großen Schwester zur Schule und ich bin einfach hinterher geschlichen. Und laufst hinterher und so entdeckt was. Du hast sie heimlich verfolgt. Ich habe sie heimlich verfolgt. Mit so Mut. Und schon ist das Vertrauen. Aber ich bin schon so ein bisschen so gelaufen. Und dann immer dann auf der gegenüberliegenden Seite so ein Auto und ich so hinter dem Auto. Und dann komme ich gerade am Auto raus aus der Deckung und dreht sich sie gerade um und sieht mich. Mann, Papa, voll peinlich! Voll hammer laut über die Straße gebrüllt. Mann, Papa, voll peinlich! Dann bin ich abgehauen und musste aber gleichzeitig so lachen. Weil sie es echt gesagt hat. Mann, Papa, voll peinlich. Ja, zu Recht. Ja, das finde ich ganz niedlich eigentlich. Ich hab daraus gelernt und habe dann mich besser getarnt. Du bist ja so ein wahnsinniger Kocher, Smudo. Wahnsinniger Kocher. Gelesen liest sich das zum Schreien, dass du deinen Spargel in der Geschirrspülmaschine machst. Und ja, das ist ein klassisches Beispiel von Fake News. Es war also so, dass ich beim, ich sitze bei zum einem, ersten Mal habe ich gesehen, wie ein Gleimen in die Augen meiner Shanties kam, als sie hörten, oh, man kann Spargel garen in der Geschirrspülmaschine. Ja. Warst du? Es war eigentlich so, ich sitze in einer Radiosendung und wir reden über ganz viele Sachen. Über Deutschland und den Populismus und die neue Platte der Fantas. Und dann war ich eigentlich völlig, kannst du noch, du kochst ja auch ganz gerne, ist ja Spargelzeit, wie machst du deinen Spargel? Dann mache ich einen Dampfgarer. Im Dampfgarer? Wahrscheinlich weiß die Praktikantin, die nicht weiß, was ein Dampfgarer ist. Nein. Ja, ein Dampfgarer, du kannst es auch in der Spülmaschine machen. In der Spülmaschine? Ja. Ja, das ist so ein Gag, tierisch, kannst du auch Spülmaschine machen, weil ist ja im Prinzip wie ein Dampfgarer. Ja, okay, das war alles. Dann hast du es tatsächlich schon mal gemacht? Nein, ich habe ja nur noch... Aber am nächsten Tag steht in der DPA-Meldung, Smudo kocht seinen Spargel in der Spülmaschine. Was nicht wahr ist, was ich gar nicht gesagt habe. Es stand sogar noch daneben, dass du noch gesagt hast, dass man den in eine Plastiktüte natürlich tun muss. Das ist natürlich, ich stellte mir das Bild vor in dieser Besteckablage. Steck bang, 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 bang. 95. Nein, das wird aus zwei Gründen nicht gehen. Da geht ihr erstmal das Spülmittel ran und zweitens, das ist viel zu wässrig, weil man muss die, das ist ein Sous-Vide-Rezept. Man nimmt den Spargel und vakuumiert ihn ein.
damit er in seinem eigenen Saft bleibt. Und dann kann man ihn in ein Sous-Vide-Bad legen bei 85 Grad. Ja, langweilig. Hör mal auf, drüber zu reden. Oder auch irgendwie Spülmaschine. Aber stimmt es auch, weil du als cooler Rapper, dass du Salz, so salzaffin bist, der sich das sehr teure 75 Euro pro Kilo Fleur de Beurre. Es ist nicht Fleur de Beurre, dieses billige Zeug kommt nicht ins Haus. Wie heißt deins nochmal? Dein Salz heißt... Clifford beheben, Meersalzflocken. So, Meersalzflocken aus Neuseeland. Ja, das ist eine Art Heroin des Salzes. Einmal angefangen... Was ist denn da anders? Auf der, es ist einfach, wenn ich es gewusst hätte... Man spritzt es. Einmal auf dem Frühstücksei und du bist nie wieder was anderes. Jetzt trink, Frau Müller. So, ja, Prost, Jungs. Aber willst du das noch? Willst du das rein? Wirklich rein am Lein? Willst du Aperol rein? So. Habt ihr eigentlich schon die neuen Verträge unterschrieben für The Voice? Für ja, die haben Jahr? Wir schon. Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, jetzt haben wir es schon unterschrieben. Ja, genau. Ja, weil nicht, dass die das dann an Kollega und Farid Bang geben. Das was für ein geiler Doppelgänger. Das wäre ein Witz in die Vox-Sendung zu bringen. Oder? Kameraden, Sie, Kalkameraden, los geht's. Ja, genau. Wir spielen The Voice mit anständiger deutsch-arabischer Musik. Dachte ich so, vielleicht ist es dann wieder gang und gäbe. Vielleicht ist es dann wieder so weit. Das wäre lustig. Ich mochte das ja immer, was ich ja bis heute so mag, ist, dass zu der Zeit, als ihr angefangen habt zu rappen, ne, also Hip-Hop zu machen, das war das so schön ironiegeladen. Und heute, in diesem frauenverachtenden Prollrap, sag ich mal, da finde ich überhaupt keine Ironie mehr. Ah, das ist das, was mich am meisten... Es ist schon so, also pass auf, ich erkläre mir das folgendermaßen. Es gibt viele gute, aber das ist tatsächlich ein Teil davon, der... Wer rappt denn noch ironisch? Ich erkläre mir das folgendermaßen. Rap ist jetzt schon ziemlich... Oller Hut, ne? Wenn so Daddys wie wir mit 50 rappen, dann ist das geil. Aber es ist für die Kids nicht unbedingt das, womit sie sich identifizieren können. Und Kids haben schon immer was gebraucht in ihrer Musik, um anzuecken, um sich aufzulehnen, um ein bisschen Revolution reinzubringen. Und Hip-Hop ist immer noch die wichtigste Jugendkultur, vielleicht mehr denn je. Aber man muss sich auch abgrenzen. Man muss sich zu so politisch korrekten Geschichten wie von Fantas abgrenzen. Und man muss irgendwie auch irgendwie über die Stränge schlagen und so. Und deswegen sind im Moment, glaube ich, so Gangster-Rap-Geschichten, die auch so deutlich drüber sind, bei den Kids so ein großes Thema. Und ich glaube, dass die das alle auch, nicht alle, aber dass die meisten das auch einzuordnen wissen. Ne? Dass ich bin gespannt. Dass die Leute nicht irgendwelche Mädels vergewaltigen müssen oder 10 Kilogramm Koks verkaufen, um cool zu sein. Das sind einfach Tabubrüche, die als solches auch verstanden werden wollen. Und man darf die Kids nicht unterschätzen. Die glauben das nicht alle und sie werden deswegen auch keine schlechtere Generation als wir es. Sehr schön gesagt, Michi. Raps zum Auflehnen und Raps zum Anlehnen. Das und Raps zum Essen. Raps. Ja. Zum Essen darf man auch nicht vergessen.